Luxemburg. Alter, ist das schön hier. Liegen! Bonjour, ça va et voulez-vous coucher avec moi? Leute, herzlich willkommen in Luxemburg. Ich bin für die kommenden paar Tage hierher gefahren, weil wir haben einen Fliegenfischenlehrer, der hier immer riesige Barben fängt. Und der hat gesagt, Simon, du musst mal rüberkommen. Das große Dilemma, was ich jetzt gerade nur festgestellt habe, ist, ich habe mich ein bisschen in Datum geirrt, um 2 Tage. Das heißt, der Jeff hat gar nicht so viel Zeit. Aber Jeff ist wie alle unsere Fliegenfischenlehrer natürlich ein super cooler Dude und hat gesagt, Simon, Padde, Problem, wir schaffen es trotzdem. Ich guide dich einfach vom Handy aus. Ob das jetzt wirklich klappt, ob ich meine riesen luxemburgische Barbe auf die Fliege fange oder ob ich mir die Haxe breche oder am Ende 1 Million Euro gewinne, das seht ihr in diesem Video. Also die Parksituation hier ist auf jeden Fall schon mal eine Challenge. Guck mal. Und da ich zuvor noch nie in Luxemburg war, versuche ich bei meinem kleinen Angeltrip diesmal auch ein bisschen das luxemburgische Savoir-vivre mitzunehmen. Merde. Typisch für den deutschen Michel versuche ich mich dabei natürlich ganz unauffällig unter die lokale Bevölkerung zu mischen. Was mir, glaube ich, wirklich gut gelungen ist. Hä? Boah, du kannst stolz auf dich sein. So, jetzt will ich mir noch kurz was zu mitnehmen, zu essen für den Tag heute. Was ich auf jeden Fall echt faszinierend finde, hier überall, selbst im Einkaufsladen, wie ihr sehen könnt, haben die hier so komische Glücksspielautomaten. Da hängen die jetzt hier schon früh dran und werfen ihre Pfennige rein. Sollte ich vielleicht auch mein Glück herausfordern? Vielleicht gewinne ich ja 1 Million Euro. Und werde endlich ein glücklicher Mensch. Aber egal, oder après-ski, wie man es, glaube ich, auf Luxemburgisch sagt. Und das heißt dann so viel wie... Auf geht's zum Angeln! Und bevor es jetzt losgeht, muss ich natürlich erst mein schickes Angelhöschen anziehen. Die Fliegenköder packe ich ein. Und? Habt ihr schon jemals so stylische Schuhe gesehen? Ja. Catwalk, Baby. Jo, das sieht doch schon mal ganz schön aus. Und nachdem ich fränkische Kartoffel dann diesen ersten Kulturschock überlebt hatte, machte ich mich ganz in Ruhe daran, das Angelgewässer besser kennenzulernen. So, die erste halbe Stunde habe ich überlebt, aber Fisch ist bisher noch Fehlanzeige. Ah, scheiße, da war einer. Ah, fuck, bin schon wieder ein Biss gehabt, direkt hier vorne. Also Leute, Zeit für ein kurzes Zwischenfazit. Die Fischerei hier macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Die Landschaft ist echt der Hammer. Ich hatte auch schon 2 Bisse gehabt, aber ich habe den Eindruck, ich fische hier noch recht im Trüben. Habe jetzt auch nicht so viel Fischaktivität gesehen. 1, 2 Fische springen, wie gesagt, 1 Biss gehabt oder 2. Und dann sehen wir uns hoffentlich gleich mit Fisch. Und für alle Fliegenfischen-Nerds unter euch, zu Beginn hatte ich dabei mit einem Streamer gefischt, um zügig Strecke zu machen und somit das Gewässer möglichst schnell kennenzulernen. Allerdings war ich mit dieser Technik wenig erfolgreich, sodass ich schnell auf einen Nymphenköder umstieg. Die sogenannten Nymphen imitieren Insektenlarven, die unter Wasser leben. Aber Vorsicht! Verwechselt Nymphen bitte nicht mit Nymphomaninnen. Oh, you touch my tralala. Allerdings wusste ich zu Beginn noch überhaupt nicht, wo und wie ich hier mit meiner Nymphe fischen sollte. Und so wurde es Zeit, mich das erste Mal bei meiner Fliegenfischen-Seelsorge zu melden. Simon? Jeff? Ja? Also schau her, Jeff, das ist jetzt so eine super schwere Nymphe, die ich mir dran gemacht habe. Was meinst du, reicht die aus oder muss noch eine zweite hinten dran gebunden werden?
Auf jeden Fall sollst du eine zweite Nymphe drauf machen. Ja? Die muss tief in die Bumpen reinkommen. Der Fisch steht tief, die Barbe steht am Grund. Okay, Jeff, noch irgendeinen ganz kurzen kleinen Tipp zum Abschluss? Ja, denk dran, auf jeden Fall die Nymphe tief über Grund zu führen. Immer schön die Nymphe zu spüren, wie du die über Grund führst. Ja? Okay, immer schön über Grund. Okay, Alter. Gut, dann melde ich mich dann gleich mit der dicken Barbe. Auf jeden Fall. Bis gleich. Bis gleich. Ciao. Mit den Tipps von Meister Jeff im Gepäck machte ich mich also zurück ans Wasser und mich durchströmte eine tiefe Zuversicht. Yo, Fisch. Oh. Nice. Yo, Alter, gar nicht so schlecht. Alter, eine Forelle sogar. So Leute, da ist er, mein erster Fisch. Und da war sie, meine erste Luxemburger Forelle. Und da die Tipps von Guide Jeff sofort Erfolg brachten, setzte ich meine Reise mit der Nymphe fort. Gott, gibt's doch gar nicht. Jetzt läuft der Schlag auf Schlag. Noch eine Esche. Oh, eine Esche. Also dank Jeff seiner Tipps lief's jetzt auf jeden Fall wie geschnitten Toastbrot. Aber von einer Barbe war ich gefühlt noch weilenweit entfernt. Und so ging ich noch einmal in mich und überlegte ganz genau, was mir Jeff für Tipps mit auf den Weg gegeben hatte. Hey Simon, hör bitte auf mit dem Angeln. Das wird sowieso nichts mehr bei dir. Nee, Spaß beiseite. Achte bitte darauf, dass du mit deiner Nymphe so tief wie möglich am Grund fischst. Nur so hast du eine reelle Chance auf Barbe. Na, dann mache ich das jetzt mal genau so. Nee. Oh ja, oh! Ui, 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 nein! Fuck! Tja, das war auf jeden Fall ein guter Fisch. Aber aufgeben ist ja nicht. Und da ich jetzt so ungefähr weiß, wie das mit dem Barben hier funktioniert, habe ich mir überlegt, probiere ich es einfach weiter. Was habe ich denn schon zu verlieren? Und rauf die Strömung genau. Alles klar. Leute. Alter, krass, wie viel Power die haben. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Fuck, ist das anstrengend, Leute. Ich würde es nicht wundern, wenn da mal eine Route bricht. Bei der Kraft, die da wird. Mit dem Vorbach könnte man Gitarre spielen, so sehr ist es unter Spannung. Oh, leck mich am Senkel. Oh, wie macht das die Rute mit, ey? Das ist schon ganz schön stark. Nein! Fuck! Scheiße. Ausgeschlitzt. Aber der Haken ist nicht beschädigt. Der ist nicht aufgebogen. Der ist noch auf jeden Fall intakt, der Haken. Kann ich mir nicht erklären. Vielleicht irgendwie ein ungünstiger Winkel oder sowas? So Leute, keine Ahnung, an was das lag, aber ist auch irgendwie egal. Das macht so viel Spaß. Da ist es auch okay, wenn man Fisch freikommt. Verrückt, wie die ziehen, wie viel Kraft die haben. Unglaublich. Man hat ja kaum Chance gegenzuhalten. Und hier in dem Fluss, ihr seht ja auch, relativ groß. Der hat auch schon ganz gut Strömung. Da kannst du jetzt nicht einfach so hinterherlaufen. Du musst echt aufpassen, dass es dich nicht reinhaut. Tja, hat der Fisch gewonnen. Naja, scheiß drauf, gell? Habe ich mir gedacht, laufe ich jetzt gemütlich ins Dorf zurück, hock mich schön in den Café, ganz gemütlich und mach Mittagspause. Oh nein, mein Klavier! Fuck! Ja, das hatte ich mir halt so gedacht. So, jetzt brauche ich Nervennahrung.
Ja, sowas mache ich halt sonst nie. Und das hat auch absolut nichts mit meiner Figur zu tun. Köstlich. Ah, Leute, ich sag's euch, jetzt geht's mir schon viel besser. Nachdem ich hier vorhin ins Wasser gefallen bin, dann zwei super Barben verloren habe, natürlich auch ein, zwei Fische gefangen habe, aber mir kommt es ja primär auf die Barbe an. Bin ich mal gespannt. Ich würde sagen, auf ins letzte Gefecht und schauen wir mal, ob noch was geht. Aber ohne Hilfe mache ich das bestimmt nicht nochmal. Zeit für mich, in mein persönliches Fliegenfischen-Guiding-Drive-In zu fahren. Hallo, mein Name ist Jeff. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Das ist schon so ein bisschen wie Fitnessstudio. Ist heavy, ja? Handgelenke? Das ist echt krass. Und so ein Drill, der dauert halt auch mal locker eine Viertelstunde, gell? Je nachdem, wo du stehst schon. Ne? Wenn du die gehakt hast, stell dich in die Strömung. So über Äste, über Bäume, hindurch, der Barber hinterher. Und dann, wenn du dann einmal Kontakt verlierst, oben weg. Was machen wir jetzt? Jetzt nimmst du den Simon nochmal an der Hand und erklärst ihm die wichtigsten Grundlagen zum Barbenfliegenfischen mit der Nymphe. Also Jeff, beim Fliegenfischen hier auf Barben ist es ja so, dass man so eine ganz spezielle Technik verwendet. Wie läuft das ab? Erstmal, was hat man da für Gerät? Da hast du uns so eine Einsteiger-Kombo mitgebracht. Was ist denn da anders im Gegensatz zu so einer konventionellen Fliegenroute? Also erstens die Länge. Die klassische Route befinden wir uns ja bei 9 Fuß, also 2,70 Meter. Die ganze Route ist deutlich länger. Mhm. Hier sprechen wir ungefähr von 3 Meter bis 3,30 Meter, je nach Art von Route. Jetzt sehe ich da, das ist eine Klasse 3. Genau. Das heißt, das ist ja eine sehr, sehr leichte Route. Genau. Warum sind die so sauleicht? Weil wir fangen damit ja Riesenfische. Also die Route ist so leicht und in leichteren Klassen, da wir den ganzen Tag mit ausgestrecktem Arm fischen. Okay, das heißt sehr lange, sehr leichte Routen. Und zur Schnur, gibt es da was zu sagen? Hier haben wir eine Euronymph-Schnur, deutlich dünner, weil man die Fische halt auch, ja, kann man so sagen, ertastet. Die Bisse ertastet man? Genau, die spürt man in den Fingerspitzen. An die Flugschnur vorne dran, hast du jetzt so einen Vorfach mitgebracht, so ein spezielles? Genau. Gell? Was ist da dran besonders? Also das hier ist zum Beispiel auch sehr, sehr gut geeignet für Anfänger, da man es Loop-to-Loop mit der Fliegenschnur verbinden kann. Also das Vorfach ist am Ende nochmal eingefärbt, damit man einfach die Bisse nochmal deutlicher erkennt. Und hängt man jetzt direkt da dran den Köder oder kommt da noch was dazwischen? Nein, am Ende haben wir so einen Pützenbauerring und den verbinden wir dann mit unserem Vorfachmaterial. Also am besten Fluorcarbon oder ABR-Material wegen dem Abrieb, weil die Nymphe ständig über Grund schleift und sehr dünnes Material. So, wir sprechen hier von 0,12, 0,14. Am Ende knüpfen noch die Nymphe dran, je nach Wassertiefe sogar zwei. Also hier haben wir unsere Nymphen, die wir benutzen, schwere Nymphen, Tungstenköpfe in verschiedenen Größen. Zum Beispiel eine etwas leichtere Nymphe, eine etwas schwerere, können wir permanent am Gewässer dann der Wassertiefe anpassen. Zu leicht hat man keinen Grundkontakt und zu schwer dauernd Hänger. Also Leute, ihr merkt, es ist schon wirklich jede Menge Input. Ich verlinke euch mal die Sachen, die wir euch ja zuvor gestellt haben, in der Videobeschreibung. Gerade so eine Einsteiger-Kombo, das macht schon deutlich mehr Sinn. Darüber hinaus, was ich echt euch absolut empfehlen kann, ist, dass ihr einfach einen Guide an eurer Seite habt. Ja. Und wenn du so ein bisschen die Theorie jetzt schon kennst, ist es ein Riesenunterschied, wenn du nochmal jemanden an der Seite hast, der dir das erklärt. Gell? Und wie ihr wisst, sind wir eine Fliegenfischerschule und wir haben da einige Guides bei uns in ganz Deutschland. Und da könnt ihr dann so einen geguideten Euronymphing-Tag mit dem Jeff buchen und den anderen Guides. In Luxemburg, mit luxemburgischem Essen, luxemburgischen Getränken und Fischen. Was will man mehr? Hatte Problem. Weil ich wusste, dass Jeff in den darauffolgenden zwei Tagen noch Guidings bei uns hatte, habe ich ihm gesagt, bleib bei deiner Familie. Mit deinen Tipps kriege ich das sicher auch so hin. Tja, das habe ich ihm so gesagt. Oh ja, ja, Fisch. Oh ja. Ja. Jetzt nicht verlieren. Uiuiuiui, der hat Power. Ja, der hat gut Arm. Krasser Fisch, ey. Der hat auf jeden Fall gut Power. Boah, krass. Alter Verwalter. Oh. Ah.
Alter, was geht? Was geht? Nicht in die Strömung. Fuck it! Was geht, Alter? Hier geht nicht. Hier geht nicht. Komm, oh, nein, 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 nein. Alter, was geht? Was für ein Fisch, ey. Boah, zum Glück bin ich da hier heute schon mal runtergelaufen. Jetzt hätte ich mir jetzt in die Hose geschissen. Ich kann ihn kaum halten, ey. Oh nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ich kann nicht mehr. Nein, nein. Nicht in die Strömung. Nein. Was für ein Fisch, ey. Krass, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr mich versteht, aber das, glaube ich, war der krasseste Drill, den ich je erlebt habe. Hätte ich niemals gedacht, dass Fliegenfischen so actionreich sein kann. Das ist doch krank, wie kampfstark die sind. Ich konnte den kaum halten. Ich habe den, weiß ich nicht, vielleicht 20 Minuten oder so gedrillt, bis ich den eine ansatzweise eine Chance hatte, den zu landen. Wenn man sowas zweimal am Tag macht, spart man sich safe fürs Fitnessstudio. Und der Fisch ist schon sehr groß. Das ist vollkommen krank. Der ist so groß wie ein Lachs.